Leben integrieren, verändern, erleben. Unter diesem Motto steht das Live-Projekt, an dem die St. Johannes GmbH, der Dessauer Schia e.V., das Bündnis für Familie Dessau-Roßlau, das Mehrgenerationenhaus Dessau und die Stadt seit 3 Jahren arbeiten. Warum es so wichtig ist, Eltern mit Migrationshintergrund zu unterstützen, erklärte Ulrike Wohlfahrt, Integrationskoordinatorin der Stadt Dessau-Roßlau. Weil die Eltern mit Migrationshintergrund logischerweise einen anderen kulturellen Hintergrund haben und in den Heimatländern die Erziehung der Kinder einfach völlig anders läuft und oftmals die Bildung in die Hände der Schulen oder auch der Kitas gegeben wird, ohne dass man das sozusagen selbst reflektiert und auch selbstkritisch hinterfragt. Das ist in Deutschland natürlich anders. Da werden Eltern aktiv mit einbezogen. Man möchte, dass Eltern Gremienarbeit machen, dass Eltern Hausaufgaben betreuen und auch schon durchaus auch kritisch hinterfragen und sich auch in den Bildungsprozess einmischen. Und das fordern und fördern wir einfach bei Eltern mit Migrationshintergrund, weil es wichtig ist. Jede neue Familie, die in Dessau-Roßlau eintrifft, wird von Vertretern der Stadt begrüßt und bekommt direkt hilfreiche Informationen. Das Projekt, in dessen Rahmen 3 Lotsen ausgebildet wurden, um die Familien im Alltag zu begleiten, beinhaltet außerdem Seminare und Workshops zu den Themen Erziehung, Schule, Gesundheit und Demokratie. Mit 10 bis 15 Teilnehmern seien die Seminare auch immer gut besucht. Trotzdem fällt die Resonanz gemischt aus. Ich denke, es gibt immer auch negative Erfahrungen. Auch das wäre gelogen zu sagen, das ist alles toll. Und jeder, der da ist, nimmt es an und ist begeistert. Es gibt immer Eltern, die, denke ich, schwieriger zu greifen sind und schwieriger, sage ich mal, zu locken sind, um teilzunehmen. Und die trotzdem einfach beharren auf dem, was sie selbst erlebt haben, wie sie selbst geprägt sind im Heimatland. Aber ich denke, es geht nicht unbedingt darum, dass man die ganze breite Masse erreicht, sondern dass man, wenn man, denke ich, ein paar Kinder und Eltern erreicht, die dann die Chance haben, gezielt im Bildungsprozess und Erziehungsprozess unterstützt zu werden, dann ist das schon viel. Nichtsdestotrotz ist es den Verantwortlichen wichtig, das Projekt weiterzuführen, auch wenn im August die Fördergelder des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge voraussichtlich wegfallen. Und so wird am 24. März eine Fachveranstaltung zum Thema Kinder in Dessau-Roßlau brauchen engagierte Eltern stattfinden. Im Mehrgenerationenhaus der Stadt treffen sich Eltern, Kinder und Projektinitiatoren, um Erfahrungen auszutauschen und einen Ausblick zu geben. Es wird vorrangig ein Resümee über die 3 Jahre gezogen, aber wichtig war uns eben einfach auch, dass das Projekt nicht einfach dann nur beendet ist im August, sondern dass es danach einfach weitergeht und dass wir Akteure zusammenfinden oder finden werden und bündeln, die dann noch weiter mitarbeiten, damit es dann nicht endet. Denn es ist einfach wirklich noch viel zu tun. Es wäre gelogen zu sagen, in den 3 Jahren ist alles erreicht worden. Das war ein Anfang und jetzt muss es einfach weitergehen.